Hey, hier ist der Diebster und willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spiele ich mit euch diesmal ein Spiel, gepublished von Sony Computer Entertainment, entwickelt von Xenaworks, und zwar für die PlayStation 2 aus dem Jahr 2001, das Spiel Okage, Shadow King. Wobei ich mir bei der Aussprache nicht sicher bin, ob das Spiel wirklich Okage heißt, weil es ein japanisches Wort ist für liebenswürdig, Höflichkeit und ähnlichem. Und das ist die einzige Aussprache, die ich gefunden habe. Und ja, weil gleich Intro startet, bin ich einmal ruhig und sag lieber, ja, bis gleich. Ja, die Flasche bewegt sich. Und ja, das ist Intro zu dem Spiel. Sagt nur nicht viel aus, worum es in dem Spiel geht. Und ehrlich gesagt, ich weiß es selbst nicht so wirklich, weil das Spiel ja noch nie gespielt habe. Ja, ist ein blindes Let's Play und auch ja, rolltechnisch so quasi einer meiner ersten japanischen Rollenspiele, weil das Spiel erschien in Japan und in den USA. Also es gibt keine europäische Version von dem Spiel, sondern nur eine englischsprachige und halt japanisch. Wir spielen die englischsprachige Version, wie ihr sehen könnt. Oder eigentlich amerikanischsprachige Version, ist ja ein bisschen anders als Englisch. Und ja, vielleicht eine kleine Zusatzinformation. Der Originaltitel, der offizielle englische Titel vom Entwickler heißt eigentlich Me and Satan King. Aber es hat offenbar Sony nicht übernommen, vielleicht wegen Satan im Namen oder ähnliches. Und die haben halt diesen Namen hier genommen, Okage Shadow King. Warum da ein japanisches Wort drin ist, da müssen wir einfach Sony fragen. Ich weiß es nicht. Wie ihr sehen könnt, im Jahr 2001 erschienen, ist entsprechend in Deutschland freigegeben ab 18 Jahren, logischerweise, weil es keine PEGI oder USK-Freigabe hat, beziehungsweise USK-Freigabe hat in dem Fall. Deswegen ab 18 Jahren, also für alle, die nicht 18 Jahre alt sind, müssen an dieser Stelle abschalten. Ist halt so. Ja. Wir fangen an mit einem neuen Spiel. Natürlich habe ich auch keinen Spielstand. Und ja, ich kann noch was weiter erzählen. Ich habe ja vor ein paar Monaten mal Testaufnahmen hochgeladen zu dem Spiel, wo ihr ja sagen solltet, was welche Auflösung besser findet. Es gab eine Mehrheit für die NTSC-Grafikmodus im Breitbildformat. Ja, ich hatte hier unter anderem auch ein Video im Progressive Scan hochgeladen und da kam entsprechend nur ja
nur halt 4 zu 3 Auflösung. Ja, aber ihr habt gesagt, ja, mich stören diese Interlaced-Streifen nicht bei Bewegung. Ich will lieber mehr vom Spiel sehen, also Breitbild, weil beides geht leider nicht. Weil es gibt zwar einen Breitbild-Patch für das Spiel, den ich auch installiert habe, aber ja, entweder dann muss ich die Originalauflösung nehmen oder ja, kein Breitbild haben. Das ist halt die Alternative. Ihr habt euch entschieden, dass ihr es im NTSC-Bildformat sehen wollt, also im Interlaced. Müsst ihr mit klarkommen, falls ihr das hier stört. Pech gehabt, wir spielen es jetzt so. Ja, wie ihr sehen könnt, wir dürfen hier unseren Namen auswählen von unserem Charakter, den wir spielen. Da würde ich sagen, wir lassen den Namen einfach bei Airy, weil ist eigentlich der offizielle Name von dem Charakter, den wir spielen. Und ich brauche mir da keinen anderen aufsuchen jetzt. Wozu Gedanken machen? Wir spielen Airy. Einfach so, also. Los geht's! Start with Airy. Yes! Chapter 1. The Boy Meets the King. Ja, die Texte sind hier, glaube ich, alle unvertont, bis auf Ausnahmen. Ja, die werde ich entsprechend alle vorlesen. Habe ich mir überlegt, ich hätte mir sagen können, alles nur stumm zu lesen, aber ich lese sie vor. Aber ich übersetze sie nicht. Also übersetzen müsst ihr dann selber, ja. Das mache ich auch selber. Also müsst, falls euch das auch stört, abschalten. Ihr wisst. Jedenfalls legen wir los mit einer Frau. Da-da-da-da. I'm a super mom, I am a beautiful wife, a stupendous chef, a doting mother. La da da. Da kommt jetzt wer rein? Mädchen, ha. Hi mom, what's for dinner tonight? Ich werde übrigens auch keine, die Stimmen auch nicht groß variieren, ja. Braucht ihr also auch nicht erwarten. Ich lese sie einfach laut vor, damit ihr es nicht lesen müsst. Ja. Oh, Annie. You have just ate lunch. You will burst your little frame. Come on, it smells good. Tell me, tell me. See, Abby came too. As you will see, this story starts with an ordinary conversation of an ordinary family, and with the inconspicuous boy who appeared behind his little sister. Unexpected as it may be, this unassuming boy is the hero of this peculiar tale we are about to see. Ja, das ist sogar einer der wenigen Stimmen, die man im Spiel hört, nämlich der Erzähler. Ja, ich habe nur abgesehen von den Testaufnahmen, die ich mal angefertigt habe, wo ich einmal durch die Stadt gelaufen bin und entsprechend diese Anfangssequenz, habe ja zwei Aufnahmen gemacht. Einmal so und dann nochmal einmal mit Bewegung, weil hier gab es einmal be zu wenig Bewegung drin. Mehr habe ich nicht gespielt, also mehr kann ich nicht zu dem Spiel sagen. Um das mal sagen zu sagen, wirklich, dass das wirklich blind ist. Außer bei Sammelaufgaben, die es ja in dem Spiel gibt, die habe ich mir ja aufgeschrieben, wie üblich, aber ansonsten. Ja, total blind. Von der Story keine Ahnung. Von den Kämpfen keine Ahnung und so weiter. Ja, weiter geht's. Mom, Mom, come on. What's for dinner tonight? Stew or steak? Well, Abby, what do you think? Ja, dürfen wir hier auswählen, was sie macht. Stew, Steak oder ich weiß es nicht. Ich glaube, Stew war durch Eintopf, glaube, wenn mich alles irre, bin ich mir gar nicht sicher. Übel. Da müsst ihr eigentlich wissen. Ja, Steak ist klar. Aber eigentlich wissen wir es nicht wirklich. I don't know. Well, the answer is a secret. Mom, it's not fair. Oh, tell me, please. Well, let me see. Oh, that reminds me, Abby. Dad brought back a funny bottle yesterday. Das haben wir im Intro gesehen. Look, it's out there on the table. Ob das Intro bezeichnen kann. Man kann es ja so überspringen, so gesehen. But we couldn't get the cap off the bottle. Doppelwörter. Do not you think it is strange? Try to take off the cap, poke it, smell it. Poke it! Wow! Did it just moan? Must be my imagination.
See, I wonder what's in there. Mom! It's pointless to have a bottle we can't open. Throw it away! Well, let's see. What should we do? Oh, that reminds me. Hat's eben schon mal gesagt. I forgot to pick up Red. I'm busy cooking, so I can't go. What should I do? Well, I can. Wir können es tun. Wir lassen es Annie. Wir überlassen es Annie oder wir sagen gar nichts. Well, I can. That's my brother. Huh? Me? I would, but darn it all. I have a test tomorrow at school. I can't sacrifice my education, right? Okay, Harry. Pick up the bread at the bakery in the village. It will be put on our tab there, so you can just pick it up. Thank you. Ja, jetzt sind wir hier im Spiel. Ja. Man, also vom Spieldesign ist eher so ähnlich wie Final Fantasy. So in der Richtung, glaube ich. Es gibt Echtzeitkämpfe und Zufallskämpfe und eine Party, glaube ich, auch. Aber mehr kann ich das nicht sagen. Wir werden sehen im Laufe des Spiels. Ja, reden wir mal mit ihr. Go to Tennel Village and pick up the bread at the bakery. Thank you, Harry. Oh, you know what? Before you go to the bakery, why don't you drop by and see your dad at the town hall? Ah, the man I love. Hard at work. Oh, I wish I could see your father in action. Such rapture. Aber wir sollen ja zu unserem Vater im Rathaus gehen vorher, bevor wir zur Bäckerei gehen. Ja, wie gesagt, ihr habt jetzt hier ein Breitbild-Patch installiert. Das heißt, das ist auch das echte 16:9. Also man sieht auch deutlich mehr links und rechts. Falls ihr die Testvideos nicht gesehen habt, die habe ich auch mittlerweile gelöscht. Vor langer Zeit schon gelöscht. Ja, da habt ihr einfach ein bisschen weniger gesehen links und rechts. So ist das echte 16:9. Habt ihr auch in der Cutscene auch ein bisschen. Na, Cutscene kann man ja nicht sagen. Als der Erzähler erzählt hat, habt ihr auch mehr gesehen als im Nachfall. Im Nachfall sieht man die Mutter nämlich rechts gar nicht. Aber hier, wie gesagt, ist ein echter 16:9 Modus jetzt reingepatcht worden. Oh, eigentlich ist es ein Cheatcode, wenn man es noch betrachtet. Eigentlich ist das reingecheatet. Ja, das ist eigentlich so gesehen ein gecheatetes Let's Play. It's closed standard, glaube ich. Force it open. Ja, force it open. It won't budge, ja. Yeah. It's locked, genau. It's locked stand da. Check the keyhole. It's an unusual diamond shaped keyhole. Ah ja, okay. Haben wir hier. Hier ist ein Raum, aber auch nichts drin, so auch nichts zu holen. Ja, eigentlich ist es nur ein Cheat Modus, den muss man eigentlich per Cheat Modul quasi ja, aktivieren. Man muss also ein Cheat Modul starten, wenn man das Spiel startet, um ein Breitbild zu haben. Weil es bei diesem Spiel leider keine Möglichkeit gibt, das Spiel so gesehen zu patchen. Das geht wahrscheinlich auch nicht. It's locked. Und ja. Was ist das? It's very soon. What are you going to do? Habe ich noch gar nicht gemacht. Rest, change party, ja. Deswegen war ich auch mit der Party. Oder save. Brauchen wir eigentlich nicht speichern. Wir rasten einfach mal. Schlafen eine Runde, haben sie zwar aufgestanden, aber egal. Weil wenn ich das Spiel halt patchen könnte, dann könnte ich auch im Progressive Scan spielen. Aber geht halt nicht, deswegen habe ich nur die Auswahl zwischen dem einen und dem anderen. Jetzt habe ich euch halt dafür entschieden. Und dann machen wir jetzt halt so. Okay, jetzt sind wir hier draußen. Per Emulator geht's übrigens nicht, das Spiel. Ist zwar spielbar, so privat, allerdings in den Außenbereichen hier bricht die Performance ziemlich ein. Oder auch wenn mehrere Charaktere auf Bild sind, da geht dann gar nichts mehr von der Performance. So, um die Hälfte fällt da runter. Something is there. Abby found Tiny Gear. Was ist denn das? Was ist Tiny Gear? Hab ich noch gar nicht gefunden.
Status. Display details of characters. Always know your heroes inside and out. So. Wir haben hier Abby. Explanation. Age 16 years old. Occupation. An ordinary boy. Quiet boy with overshadowed destiny. Father is the assistant manager of the Tainel Village Hall. Mother is a housewife. Seems to be without note, but... Ja, but nix. Ja, but nix. Was haben wir hier an Items? Tiny Gear, scattered everywhere. There are a lot to collect. Ja, das ist einer zu dem von den Sammelaufgaben, die wir holen sollen. Wrench picked up somewhere. Picked up wrench. Ja, attack plus one. Ordinary outfit. Nothing notable. Mere casual clothes. Defense Story, denke ich mal, 0. Und Holly. Spiky Leaf Wards of Evil Spirits. Luck plus 1. Was eigentlich Holly? Keine Ahnung, Special. Use LP Consuming Skills and HP Consuming Skills. You can count on Specials in a pinch. Decoy. All enemies attack you. Ja, ist ja super. Ja? Overdrive. Intensifies offensive Ability. Ah ja, wird mal stärker. Kostet aber eigentlich auf Kosten von 5 Lebenspunkten. Interessant. Equipment. Check and change Characters Equipment. Defeat Ghosts with Powerhouse Equipment. Ja. Wir haben hier Experience Points 0, Attack 9, Defense 3, Magic 10, Luck 1, Agility 55, Weapon, Pickup Wrench, Equipment, Ordinary Outfit und Guard, denke ich mal. Holly, ja. Wir haben 32 HP und sind Level 1. Ja, können wir nichts weiter einstellen, wo wir nichts weiter haben. Naja. Okay, Config brauchen wir nicht. Geht nur um Toneinstellungen. Ja, bei eben Steam leben, ja, bei in Sachen Emulator. Das kann man zwar privat spielen, aber aufnahmetechnisch wird zu langsam einfach. Weil dann läuft es halt einfach langsamer. Mit 30 Frames teilweise oder 20 manchen Situationen. Kann man nicht wirklich als das Play nicht machen in meinen Augen. Als so privat, wenn man ein bisschen geduldig ist, geht schon, aber ja, wir wollen das halt flüssig spielen. So, da steht Annie. Annie, ja. Then what's for dinner? Oh, come on, tell me. Wir wissen das doch gar nicht. What happened to your homework? Homework? Oops! Never mind! Ja, kennt doch jeder, ne? Früher war auch gerne unsere Hausaufgaben vergessen. Well, I'm going out on a twilight date before dinner with Morris. To polish my feminine airs, I have to build up experience while I'm young. My book says so too. What kind of book says so? It's Mouse Book. What was the name? Controlling guys made easy. Well, enjoy your event, Abby. La da da. Ja, sie hat sich also ein Flirtratgeber von ihrer Mutter ausgeliehen, so kann man das verstehen.